Ja, dann hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wir ganz woanders und vielleicht ein bisschen mehr EP und ein paar Quests schon fast abgeschlossen. Das liegt daran, dass der feine Herr aufgenommen hat. Ja, er hat aufgenommen, die Audiospur, alles super. Er hat nur vergessen, das Bild mit aufzunehmen. Ja. Stimmt, ich hatte Und vergessen, jetzt das seid ihr also Hintergrundprogramm zu oben. starten, habe einfach die Tastenkombination gedrückt und dachte, es wäre alles wie immer. Mein Fehler kommt nicht nochmal vor, geht zum Leid von euch. Naja. Und jetzt kann ich es natürlich nochmal erzählen. Und zwar, falls ihr meinen Lüfter hören solltet in der Aufnahme, bitte ich dies zu entschuldigen. Aber wie ihr selber merkt, ist es arschwarm momentan. Mein Computer steht auf meinem Tisch, damit ich die Luft nach draußen bringen kann und damit sie nicht unter meinen Beinen die ganze Zeit ist, weil das war letzten Sommer fast unerträglich. Auf jeden Fall, ja. Und ich wohne unterm Dach. Das sei auch noch angemerkt, warum man vielleicht denken könnte, warum ich Sommer nicht besonders toll finde. Das Schöne ist ja, kriegt ja von allen Seiten gesagt, ach, Sommer ist doch so schön, stell dich nicht so an. Bin Gamer nicht, ne? Nee. Definitiv nicht. Winter, perfekter, ja, perfekte Jahreszeit. Das ist nämlich immer eine Lautstärke von den Lüftern im Sommer, das ist unglaublich. Es ist für die Hardware deutlich entspannter. Wir müssen doch hier Der rein. muss mehr lüften, der verbraucht auch mehr Strom. Sommer ist schlimmer als Winter für Gamer, auch Ja. von Strom her. Natürlich. Er muss halt mehr, weil die ist schon von der Grund aus hier in der Bude einfach mal komplett 35 Grad oder so heute waren. Ich habe mich heute Morgen, habe ich mich mal kurz Mittagsschläfchen mal irgendwie lang gepennt, bin ich auf einmal aufgewacht, ich schwitze wie Sau, ich gucke, wie viel Grad in meiner Bude sind, 35 Grad, dann irgendwann auch mal teilweise 40. Tja, Ja. scheiß Wetter halt. Ich denke mir nur so, Alter, ich schmelze gleich. Echt nicht fair. Ich meine, Sommer ist vielleicht, ich will es nicht den Leuten irgendwie unabgänglich machen, dass Sommer schlimm wäre oder so. Aber ja. Aber ich bin kein Fan davon. Nein. Ist Wenn ich ja. im Keller wohnen würde, wäre mir das total wurscht. Aber ich KI, ja, ich bin eine KI, wie ihr noch wisst, finde Sommer doof. Markus ist vollkommen benebelt, der steht unter Drogen neben mir. Ich finde Sommer doof, weil einfach meine Lüfter was auf warm laufen. Aber hört man den denn gerade, Markus? Ich kann das jetzt gerade nicht beurteilen. Also momentan hört man ihn nicht. Man hat ihn vorhin mal kurz gehört, aber naja, so schlimm ist es nun auch nicht. Wir können da alle mit leben. Ja, solange es nicht zu laut ist, weil ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Dafür gebe ich euch auch meine herzliche Liebe. Liebe. Davon besitze ich welche, denn die schwarze Masse, die Überspring mir in mal. meinen Venen. Achso, ja. Ich bitte um Verzeihung. Best wir werden so lassen. Wir sind ja gut, wir sind ja nett. Und sie Genau. ist schön. Wollte ich nur mal anmerken. Ich mag, wie sie aussieht. Da oben ist irgendwas. Finde Skarwak. Ah, okay, das ist für mich. Genau, deine Klassenfahrt bist du Das. hier. Folgen Sie mir. Wir müssen jetzt dieses Schwein finden, das mein Raumschiff geklaut hat. Der Murustavanische Rubin. Er ist noch außergewöhnlicher, als ich gedacht hatte. Er wird das perfekte Herzstück für mein Geschenk an den Großmuff. Ich bin sicher, er verschafft euch eine nette, dicke Beförderung. Vielleicht lässt euch der Großmuff endlich heim nach Drum und Kars. Hütet eure Zunge, Skavak. Mein Agent steht am Raumhafen, bereit, das Objekt zu liefern. Habt ihr jemand, der es in Empfang nehmen kann? Da ist ein reizbarer kleiner Raumhändler namens Fabizan auf meiner Startrampe. Er wird meine Bezahlung annehmen. Lieutenant, übertragt das Signal. Ich habe zwar keine Ahnung, was ihr mit dieser grotesken Trophäe anfangen wollt, Skavak, aber sie gehört euch. Wenn ihr wieder mal ein kostbares Relikt braucht, Commander, sagt einfach Bescheid. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja, wegen. Wo ist mein Schiff, Skarbak? Bei mir steht Corso ohne Ich Waffe. bewundere eure Beharrlichkeit, aber das ist lächerlich. Bei mir hat er eine Skarbak, Knarre in der ist Hand. Bei mir dieses nichts. Ding mit euch befreundet? Nein, aber ihr kennt Wo ist doch die mein... Fremdlinge, ja, Commander. Sie tauchen immer da auf, wo sie nicht hingehören. Letztes Mal hatten wir Corso. Dieses Ding? Hallo, de Ihr seid ein Chiss? Ein Fleck auf dem Imperialer Boden, wenn vielleicht? wir mit euch Ihr fertig sind, Völker, Skarbak. Corso, ich habe von deinem Job gehört. Imperiale Lass dich sind von der dumm. Arbeitslosigkeit nicht verbittern, ja? Ihr wart das? Ihr habt meine Identitätsakte Er hat die ruiniert und mir die mächtigsten halbe Hände Galaxis auf den überhaupt. Hals gehetzt?
Nein, das liegt daran, dass er eine Pistole bei mir eigentlich hat. Ja, ich hab, sonst hatte ich schon mal Pistole ohne Corso, jetzt habe ich Corso ohne Pistole. Naja. Gleicht sich dann wohl aus. Wo ist mein Schiff? Ich verstehe, dass ihr aufgebracht seid. Es ist ein wirklich nettes Schiff, aber ihr übertreibt es wirklich. Kein Bock auf Diskussion. Ich will mein Schiff. War nicht besonders nett. Wisst ihr, wie schwer es ist, Ärger mit ihnen zu bereinigen? Oh, wartet, stimmt, ja, das wisst ihr. Ich habe gehört, Rogun der Schlechte hat das Kopfgeld für euch gerade erhöht. Glückwunsch. Genug. Der Captain ist euer Problem, Skavak. Kümmert euch selbst drum. Commander, würde es euch etwas ausmachen, den Captain für mich zu vaporisieren? Ich muss noch etwas... Feige Drecksau, Ich muss ich seinen Ärger ausbaden. Genießt ihr es, Skavaks Dienstmädchen zu sein, Commander? Nein, tut mir leid. Ich fürchte, ihr kommt hier nicht davon. Wir besorgen euch ein nettes. Was glaubt ihr, wer ihr seid, mir Befehle erteilen zu wollen? Ihr seid so gut wie tot, fremder Abschaum. Oh Gott, jetzt fängt er wieder an, rassistisch zu werden. Mann, hier. Bin ich froh, euch zu sehen. Erspart mir falsches Heldentum. Männer, tötet diesen fremden Abschaum. Och nein. Der arme Kerl, der hat doch nicht seinen Job gemacht. Er verstand bestimmt kurz vor der Pensionierung. Was meinst du? Ich glaube auch, ja. Ach, er lebt noch. Guck mal da. Oh cool, weil, guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe den Skavak hat ihm, guck mal im Chat, da siehst du, was Skavak ihm gegeben hat, gefälscht. Hä, was, was? Also, gefälscht, da. Gefälscht gegeben. Ich bringe euch zu einem Koltotank. Armer kleiner Kerl. Er hat es nicht verdient, so zu sterben. Klein ist der gar nicht, Corso. Oh. Oh. Rennst du schon gegen Wände aus Trauer? Ja, das war Nein, ich mochte ihn. Er ist total knuffig gewesen, sozusagen. Wie so ein Bürokraten. Gibt auch knuffige Bürokraten, aber nicht bei uns in Deutschland. Und eher so unknuffig. Alter, jetzt habe ich den... Jetzt hat er gehackt, aber er hat nicht das Teil mitgenommen, weil er den Tag gefüllt ist mit reichen Gaben an dem Schändler. Nee, hier, der gefällt unvorstellbar. Und ich teile mit Skavak. Ja, natürlich hat er den behalten, den richtigen Diamanten, dieser alte Arsch. Als ob der... Nein. Das ist so eine feige Sau, ne? So. Könnt ihr das eben machen? Ich muss weg. Nee, ich hab die weiter unten. Meine ist erst hier hinten. Ja, ganz in der Ecke, wo keine Sau sonst hingeht, oder was? Ja, richtig. Da hinten ist meine. Hier auf gut Deutsch. Ach hier, nee, das ist okay. Ja. Hallo, meine Freunde. Hallo Imperiale. Das sah aber irgendwie lustig aus, wie ich da einfach ankam, so gejumpt und ihn einfach als würde ich Schädel ziehen. Hallo. Stirb. Imperialer. Ach, ich stehe genau richtig. Ich bin Imperial. Ihr hättet euch wirklich verdrücken sollen, als ihr noch Gelegenheit dazu hattet.
Jetzt stell dir für Tavus und meine Leute ein Risiko dar. Chaos-Trupp oder nicht, ich werde euch töten müssen. Man hat immer eine Wahl, Sir. Ich habe mich entschieden. Tavus, Geist, Tupfer, Schrauber, Lunte. Sie sind wie meine Kinder und ich verließ sie. Ich ging und habe sie sich selbst überlassen, nur um meinen Dickkopf durchzusetzen. Jetzt brauchen sie mich mehr denn je. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Nie wieder. Wenn ihr euren Leuten helfen wollt, helft mir, sie lebend zu fassen zu kriegen. Damit Gaza sie dann alle exekutieren kann? Nie im Leben! Ich weiß, dass ihr mich verunsichern wollt, Soldat. Das wird nicht funktionieren. Ich will nichts als reden, Sir. Von Soldat zu Soldat. Was gibt's da zu reden? Unsere Ziele sind vollkommen entgegengesetzt. Ich will nur, dass meine Leute überleben. Euer Auftrag lautet, sie zu töten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Soldat. Ich habe mit euren Leuten gedient, Sir. Ich will sie nicht töten. Nun, ihr lasst euch tatsächlich Zeit damit, mich zu beseitigen. Das Relais ist bereits unbrauchbar. Selbst wenn wir euch ausschalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Gaza alles in einem Kilometer Umkreis zu Schlacke macht. Und mittlerweile weiß Gaza bestimmt, wo die Stützpunkte der Deserteure liegen. Sie sitzen in der Falle, völlig abgeschnitten voneinander. Entschuldigung, Sir, aber sollten wir nicht... Die Imperialen würden vielleicht helfen, aber nicht viel. Sie würden alle sterben lassen. Wenn ihr mir nicht helft, werden sie alle draufgehen. Versteht ihr das nicht? Verdammt! Ich fasse es nicht, dass es so weit gekommen ist. Sir? Nun gut, Soldat. Ich mache mit, aber wenn ihr auch nur einen meiner Leute ein Haar krümmt, Imperiale ist langsam geängstigt. Verstanden. Wenn eure Leute sich nicht friedlich ergeben, werde ich dennoch handeln müssen. Und wenn ihr einen von ihnen tötet, sterbt ihr noch am selben Tag. Das verspreche ich euch. Bringen wir es hinter uns, Soldat. Ich kann nicht zulassen, dass ihr lebend vom Feind verhaftet werdet, Kadan. Ach, ihr seid noch da? Die Operation ist vorbei, Leute. Aus. Fehlgeschlagen. Also, verschwindet, solange eure Beine euch noch tragen. Ihr lasst mir keine Wahl, Sir. Die Waffen bereit machen, Männer. Ja. Warum hast du die alle weggeschmissen? Damit die alle in dem Ding drin stehen. Ja. Ich wollte sie eigentlich alle wegarbeiten, aber so geht's natürlich auch. Ja, war schon enorm gewieft. Mächtige Soldaten. Ganz wie in alten Zeiten. Hier meine Waffe. Ich kapituliere und werde jetzt zum Senatsgebäude gehen, um mich zu ergeben. Bin gespannt, was Gaza als nächstes vorhat. Es ist ein langer Weg, alter Mann. Die Zeit rennt. Die Jugend von heute. Alter Mann. Ich gehe fest davon aus, dass wir uns wiedersehen. Die Jugend von heute. Ich bin froh, mit euch gekämpft zu haben. Ich irgendwie langsam, ja, finde ich auch. Ich fand's auch nicht übel, endlich mal wieder etwas Bewegung zu haben. Wir sehen uns oben, Soldat. Ja, oben ist meistens besser als unten. Zumindest auf Koro. Und auch auf anderen Planeten, die Stadtplaneten sind. Unten ist immer Kacke, habe ich festgestellt. Also wäre ich eigentlich voll gut betucht mit meiner Dachwohnung oder nicht? Kaputt! Aber leider kaputt. Ist Star Wars. Leider schwitze ich mir hier in den Arsch ab. Na gut, gerade geht's, aber es ist total warm. Ich werde gleich auch noch mal schauen, ob ich irgendwie ein paar Fenster weiter aufmachen kann, als nur auf Kippen. Nee, dann bringt mir das, Alter. Wenn es draußen wärmer ist, dann weißt du, was passiert. Aber ne? Luftdurchzug wirkt kälter, weil warm, weil Luftbewegung. Mann, das hast du nicht gut gepasst. Wenn du nächstes Eis in so lehrreichen Sendung beibringen kannst, dann das. Natürlich bringt es wenn nichts. Wenn es draußen wärmer ist, dann hast du die ganze warme Luft hier drin dann. Aber Luftbewegung... Wir reden dann nicht mit Let's Play und nicht offscreen, ist auch klar. Aber Luftbewegung, mein Freund, bringt auch was. Luftbewegung? Hast du keinen Ventilator? Nein. Warum nicht? Die kosten 20 Euro oder so, die Dinger, und halten jahrelang. Weil ich keinen habe. Ich bin Startklar. Geh einfach nach Kaufland. Sei für 20. Hat manchen 15 sind er, glaube ich, gekriegt oder so. So, jetzt hat Corso endlich eine neue Brust. Jetzt sieht Corso aus wie ein Soldat. Um ehrlich zu sein, sieht er mehr nach Soldat aus als du. Obwohl, hast du neue Hose? Nee, du hast die Schuhe noch nicht. Nein, ich habe die Schuhe noch nicht. Guck mal Corso jetzt an. Ja, passt. Ich muss jetzt erstmal gleich das ganze Mistzeug hier verkaufen, weil den gefälschten Diamanten. Für 500 Credits, das für das Level gar nicht mal so wenig ist.
Ich erwarte auch nicht von Sanitätsdruiden, dass er weiß, wie viel das Ding in Wirklichkeit ist, nämlich nichts. Habe ich hier zwei bessere Handschuhe? Ebenes? Hier bringt mir mehr. Nur dann ziehe ich die an. Okay. Wollen wir die H4 noch mitnehmen in den Let's Play? Ich würde sagen, ja. Ich denke auch. Ich bin bald soweit. Ich muss immer noch den Mist hier verkaufen. Ich bin auch gerade am Verkaufen. Alten Krimskrams aus der Krimselkiste. Ich habe dafür extra einen Rap-Bot gekauft, bestellt. Und dabei ist dann seine Kriegsdruide. Ich weiß. Ich wollte ja nur mal ein bisschen ärgern. Oh, ich bin Level 20, sehe ich. Jetzt kann ich einen neuen Skill. Jetzt kann ich dem Gegner eine Finny-Fresse. Ich meine, ich will ihn hauen. Mir fehlen noch knapp 2000 EP. Ja. Voll blöd. Haha! Ha. Will ich gerade, ob das hier reicht, wenn ich hier nur so ein paar Gegner umklopfe. Wir werden sowieso da oben noch, glaube ich. Oberhand. Nein, das ist gar nicht. Wir müssen die Prügel. Okay. Komm, wir gehen rüber. Ah, überraschender Schlag, danke. Ja, dann lass uns jetzt eben noch zum Beginn von der Hüttenstadt. Nee, das machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal hier was vom Let's Play. Wir wollen Action zeigen. Wir haben nur genug Gespräche mal gezeigt. Taxi-Plattformen sind geöffnet. Oder findest du nicht? Meinst du, das Yeti-Tempel? Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Wenn wir schon mal hier sind, ja, können wir auch das Datacon da oben holen. Aber erstmal gehen wir ein paar Sith in den Arsch treten. Die ist nämlich böse. Und dann seht ihr endlich mal ein bisschen Lederschwert-Action, aber nicht von uns, sondern von dem Gegner. Es wird dir nur nichts bringen. Wo fliege ich hin? Hä? Wo fliege ich hin? Das kann ich dir nicht sagen, wo du hinfliegst. Ja, bist du nicht im Jedi-Tempel? Doch. Ja, jetzt guck mal, jetzt sehe ich dich, du bei mir sahst aus, als wenn du in Richtung Justicar-Gebiet abbiegst. Warst du dann auch irgendwo? Du sahst bei mir auch so aus, als ob du da hinfliegst. Jetzt dachte ich, wo fliege ich hin, hä? Gut. Weißt du, wie wir am besten den Skill, neuen Skill zeigen können? Ja, dann warte mal, bis ich auch Level 20 bin. Ja nein, ich will doch nur den neuen Skill zeigen, ist doch egal. Mein Gott, ich schick ihn kurz weg. Damit er dich nicht irritiert. Wenn man so einen Aufriss macht, es geht auch gar nicht darum, ob ich gewinne oder verliere. War schon ziemlich eindeutig und der hat ja auch ordentlich eine verpasst, der Schlag. Wie ist das eigentlich, so voll ins Gesicht gehauen zu werden? Papp. Nein, Spaß. Und dein neuer Skill, auch wenn du ihn hast, ich kann ihn unterbrechen, ne? Nope. So, gut, wieder, dann können wir weitermachen. Ich wollte euch nur zeigen, ihr habt jetzt aus nächster Nähe gesehen, dass ich Markus ins Gesicht hauen kann, wenn ich möchte. Und ich möchte es, ehrlich gesagt, doch des Öfteren. Und ja, das ist persönlich gemein. Hey. Ja, geblendet. Der Haus war voll geil. So, Danke, Fremde. Ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand töricht genug ist, sich hier rumzutreiben. Dumme Idee, einem verfluchten Senator zu trauen.
Der Jedi-Tempel ist verlassen, hat er gesagt. Niemand da, gegen den man kämpfen muss. Nur der Weg dorthin ist problematisch. Und was finden wir? Kampfdroiden, imperiale Kommandos, Sith. Wir haben Glück, dass sie uns nur unsere Beute abgenommen und uns hier zum Sterben zurückgelassen haben. Man muss Risiken eingehen, wenn man entlohnt werden will. Rechnen kann ich selber. Wenn ich sterbe, kriege ich gar nichts. Senator Stasno sucht nach einem Tagebuch, das seinem toten Sohn gehört hat. Irgendein großes Tier bei den Jedi, das während der Plünderung gefallen ist. Das Tagebuch ist alles, was von ihm übrig ist. Ich fühle mit dem Senator. Und mit seinen Credits. Aber diese Kommandos haben jetzt das Tagebuch. Sie werden uns nicht zweimal verschonen. Der Senator verdient es mehr als das Imperium. Wie ihr wollt, Soldat. Gegen das Imperium zu kämpfen, ist eure Aufgabe, nicht meine. Senator Stasno wartet in der Nähe des Senatsgebäudes. Wenn ihr das Tagebuch zurückholen könnt, wird er euch empfangen. Danke für die Rettung. Los, Jungs, dieser Auftrag war ein echter Reinfall. Ja, ein Reinfall für die. Für uns eine Entlohnung. Das ist jetzt noch alles in eine Folge. Nicht schon viel, aber gut. Ach komm, dafür, dass wir die eine Folge verpatzt haben. Bringt es nichts, wenn wir Folgen machen, die 30 Minuten lang sind. Finde ich zumindest. Aber was? Wie lang ist die denn jetzt die Folge? Wir sind jetzt gerade bei 22. Ja komm, dann machen wir das noch mit. Eine 30 Minuten Folge können wir ja mal machen. Das ist dann wie zwei Folgen fast. Weil komm, du hast die Aufnahme verpasst, dafür musst du jetzt gerade stehen. Oh, das ist ja nach A4 und ich habe mein Betäubungsmittel noch nicht. Hm. Hast du dein CC schon? Nein. Gut, dann müssen wir halt vorsichtig höher sein. Das war's dann. Ich hoffe einfach, dass das überschüssige Level aus sich auswirkt, positiv. Wie im PvP, Sith, einfach durchschlagen. Boah, wie das der Schlag reinkrittet, ne? Jetzt bin ich Stufe 20. Oh, genau das, was wir brauchen. Stärke ist auch so ein wichtiges Attribut. Obwohl, dann schieße ich fester. Stärkerer Schuss. Hast du ein neues Skill reingemacht? Ja, soll ich nur noch einen Slot finden, wo ich den reinpacke. Er tauscht einfach die Ladungsschüsse aus, weil die werden dadurch ersetzt in der Prioritätenliste komplett. Nicht so wie WoW, wo der Skill verschwindet. Hast du? Ja, habe ich. Geht sich mal vor allem warum ich ihn auf Leiter spiele. Zielneutralität. Komm. Jetzt ergibt das alles auch einen Sinn, warum ein Schmuggler ein Nahkämpfer sein könnte. Also ein Schurke. Ich wollte dich nur ein bisschen nachhelfen. Nichts Persönliches. Naja. Natürlich. Ich hab den Sif mal eine gegeben. Oh, der ist begeistert davon. Der wird man nur erkennen. Oh oh. Heilung! Eieiei. Da hatten sie irgendwie ein Fable auf mich, glaube ich. Mach halt weniger Schaden. Das geht kaum. Auch nichts für. Oh,
Donnerschlag. Wie hast du den Sith-Lord besiegt? Ich habe ihn in die Fresse gehauen. Weil ich nur so weh. Irgendwie lustig. Ja, die Macht ist nicht mit ihm. Mir ist die Macht eindeutig mehr in meiner Faust. Du hast mächtige Fäuste.